So, Mahlzeit, Hallöchen, Seven. Hey, Speedy, Speedy, nicht auf die Ding hier. Junge. Nicht hier drauf. Denn wir fahren mal kurz geschwind mit dem Regelia. Automatisches Fahren. Ja, wir machen mal automatisches Fahren, aber eine ganz andere Karte hat er gemacht. Obwohl Aufgabenziel, da haben wir doch einiges. Auf diesen Steinsucher können sie bauen, hat er gemahnt. Jo, und deswegen. Ich habe einen Plan. Deswegen reisen wir hier hin. Für 10 Gil. Ja, komm. Ah, ja, wir haben nur noch 806 Skill. Wir müssen echt wieder Missionen machen. Ein paar Nebenmissionen. So, Aufgaben. Aufgaben sind Haupt- und Nebenaufgaben unterteilt. Die Erlegung der Hauptaufgaben für die Geschichte fort. Lege im Menü eine Aufgabe als aktuelle Aufgabe fest, damit richtungsweisende Wegmarkierungen auf deiner Navikarte erscheinen. Genau, so schaut es nämlich aus. Wir werden aber mal gucken, ob wir am Gandai Kai, ob wir da noch die ganzen Aufgaben uns schnappen können, beziehungsweise wir werden diese ganzen Quests jetzt mal uns nochmal alle holen, die wo da vielleicht noch gut sind, nämlich dass mal ein bisschen Kohle hier wieder reinkommt. Ich habe mir so wenig Kohle, nur noch 800 Euro, Gil. Ah, ich finde es schön, dass manche Dinge immer beibehalten werden, auch wenn sich immer, doch der Inhalt des Spiels sich immer ein bisschen ändert. Manche Dinge sind doch immer die Grundbausteine eines Spiels. Wie zum Beispiel bei Final Fantasy eindeutig diese Chocobos und die Währung Gil. Ach, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ja, überraschend heißt, dass wir fast keine Kohle mehr haben. Aber jetzt können wir hier, ne? Speedy! Wir könnten ja hier... Ach, wir haben keine Kohle mehr. Deswegen. Deswegen hat er gemahnt. Weißt du, was wir machen? So, wir machen Folgendes. Wir haben ja noch... Ach Gott, oh Gott. Lange haben wir leider unseren Chocobo auch nicht mehr. Das ist der letzte Tag. Bis Mitternacht haben wir noch. Jetzt ist 16 Uhr. Ach, dass das schon wieder so dunkel ist, ne? Oder dass es jetzt wieder dunkel wird, sagen wir es mal so. So, ich bin gespannt, was wir von ihm bekommen, vom Dino. Willkommen am Galdin Kai. Servus, denn wir wollten ja eigentlich diese Fähre betreten, ne? Und uns fehlen ja immer noch diese Karten. Wunderschön. Ich mache meinen Blick gar nicht ab. Ne, ich denke, ihr wisst, was ich meine, diese Schatzkarten. Die es ja gibt, denn da haben wir ja A, B, haben wir glaube ich geholt. Und dann geht es glaube ich erst wieder bei H weiter oder was. Ich bin mir nicht sicher, die müssen wir alle noch suchen. Ey. So, mein Freund, hey, servus, alte Hütten. Dino. Oh Mann, perfekt, echt vielen Dank. Oh, bei euch alles klar? Das fragt man eigentlich zuerst. Ja. Ach, euch passiert doch nichts. Ihr tragt schließlich meine Accessoires. Wie auch immer. Hier, bitte. Wie gewohnt natürlich auch diesmal. Alles von Hand gefertigt. Könnt euch echt glücklich schätzen. Also, schaut mal wieder vorbei. So, Aufgabe abgeschlossen. Auf diese Steinsuche können sie bauen. 10.000 EP? Spinnst du? Saphirarmband, willst du mich verarschen? Bis zum nächsten Mal. Ach, wir haben hier nochmal eine Quest. Komm, wir nehmen die gleich mit. Ja, genau. Ja. Ein Suchauftrag. Na klar, was auch sonst. Allerdings habe ich diesmal akuten Informationsmangel. Mehr konnte ich einfach wirklich nicht rausfinden. Macht das nur, wenn ihr wirklich Zeit habt. Ha, wir nehmen uns die Zeit. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Einen Rohrubin finden. Hallo auch. Das letzte Mal war es, glaube ich, ein Rohsaphir, ne? Wir schauen mal auf die Karte, wo sich dieser Hund versteckt. Wusste? Ne, da müssten wir, ne, müssen wir mal in die Aufgaben reinschauen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, hat er gemacht. So, das ist da oben. Okay, wir lassen das aber mal so. Nicht die Bohne haben wir hier. Tacos-Lieferant. Ach, Mörder-Tomate. Bekommen wir 1500 Erfahrungspunkte.
Das Essen hier schmeckt ausgezeichnet. Die Aufträge werden langsam aber sicher immer haariger. Und ich bilde mir ein, dass der Typ sich irgendwie ein bisschen verändert hat. Er wirkte ernster als sonst. Aber immer noch so verschlagen. Okay, merkwürdig ist mir jetzt eigentlich gar nicht aufgefallen. Willkommen zurück. Hallo. Was möchten Sie gerne bestellen? Mit diesem Getier haben wir unsere Probleme. Schritte in der Dunkelheit, hat er gemahnt. Müssen wir nachts an der Wenzerküste. Hobgoblin. Ah, aber ein Haufen Kohle. Die nehmen wir doch gerne an. Sieht Schritte. Recht gefährlich aus, aber nicht wahr? Jo, bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Ja, komm, da warten wir und dann nehmen wir den gleich mit, hat er gemeint. So, danke, meine Passen Süße. Sie gut auf sich auf. Ja, machen wir doch. Ist ja hier auch gleich um die Ecken. Vorzüglich. Ja, der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefangen. Hobgoblin. Oh, wir dürfen hier nicht rennen. Beziehungsweise hier möchte ich eigentlich nicht rennen. Das ist da hinten 440 Meter. Das ist ja Klacks, ist das. So, wir haben 20 Uhr. Nein, unser Chocobo. Aber zur Not können wir uns hier nochmal in den Chocobo leihen. Denn da würde ich doch gerne... Ach, es ist immer so viel zu tun. Es ist immer so viel zu tun. Ey, leck mich am Arsch. Aber ich mach's gerne. Ich mache es wahnsinnig gerne hier. Hier muss es doch bestimmt noch die ein oder andere... Schatzkarte geben. Ich weiß, hier sind wir schon mal entlanglaufen. Hier gab es auch mal was. Hier gab es auch mal was, hat er gemeint. Nur was? Naja, egal, wir gehen jetzt mal darüber zu unserem eigentlichen Jagdauftrag. Die Aussicht bei Nacht ist hier unglaublich. Alter, den Strom kannst du auch sparen hier. Wieso? Oh, manchmal muss man es nicht verstehen, oder? Warte, ich weiß ja nicht. So, wie kann ich jetzt eigentlich... Machen wir Licht. Diese Monsterjagd beschwören. Diese Monsterjagd, sag ich schon. Diese königlichen Waffen, wie kann ich die beschwören? Warte mal, ich schau mal kurz. Zu den Einstellungen. Tipps. Nee, was war das nochmal? HDR-Anzeige kann ich leider nicht machen. Vibrationsnavikarte. Okay, das war's nicht. Kamera, Steuerung war das, ne? Warte mal, Gegenstandsmenü. Mit links 2 beschwören. Hopp, das testen wir jetzt dann einmal. Ui, hier haben wir was. Mit links 2 beschwören, dann gibt's bestimmt hier fett Ding hier, was schön. Hobgoblin, das sind ein wenig größere Kaliber, ne? Normalerweise. Okay, Stufe 20 kann man schon mal erwarten, ne? Aus meinen Augen, da wär's wieder besser. Hasta la vista! Bist du okay? Ja, ich komm klar. Alter! Alter Schwede. Junge, was mit euch passiert, ey? Alter, was ist denn bei euch kaputt? Was ist denn bei euch kaputt? Komm, mein Junge.
Jungs, helft mir einer! So, schieß mal einen ab hier. So, Junge, komm. Bist ja auch noch keinen erwischt irgendwie. So, Prompto haben wir natürlich auch, Noctis haben wir natürlich auch noch einen rein. Jungs, kann mir mal einer helfen? Kann mir mal einer helfen, hat er gemahnt. Keine Zeit für Nickerchen. Du bist ein Schatz. Sehr schlechte Sicht. Putz deine Brille. Danke für den Tipp. Prompto, auf! Immer schön. Auf dich ist Verlass. Yes, nice. Fuck. Nord, vorsichtig. Ah, warte mal. Königswaffen mit links. Ach so. Alles klar? Alles im grünen Bereich. Fuck. Auf, Gladio! Sauber, Gladio! Uiuiui, Freunde der Sonne! Nacht, ich brauche Hilfe! Okay! Sind schon da, komm, Prompto! Hau auch mal wieder einen raus zu deinem Besten! Nein! Du bist ja richtig in Fahrt. Wieder leicht. Jungs. Das riecht nach Ärger. Das sieht nicht gut aus für uns. Besten Dank. Auf, Gladio! Fuck. Ignis, los! Lass dich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. So, Zeit. Das war knapp. Jo, Zeit war reinste Katastrophen. Ammetit-Fossil. Nice, alter Schwede, ne? Fongo Ongo hat er gemahnt. Hui. So, irgendwie habe ich das irgendwie jetzt nicht draufgekriegt, ne? Dieses königliche Schwert, beziehungsweise die königliche Waffe im Allgemeinen. Dass wir die irgendwie, ja, entfesseln konnten, beschwören konnten, hat irgendwie nicht ganz so geklappt. Aber wir können froh sein, wir bekommen ein bisschen Kohle wieder endlich, ey, Halleluja. Meine Güte, so, jetzt haben wir Mitternacht. Haben jetzt doch ein wenig länger gebraucht, ne, für das Ganze. Ja, wird halt einmal anspruchsvoller, das Zeug. Meine Füße, sie tun so weh. Weichling. So, aber wir können auch mit dem Chocobo reiten. Unglaublich schön hier nachts. Ja, ne? Ja, aber Altissia soll nachts noch viel schöner sein. Echt? Altissia, da werden wir ja auch nochmal hinkommen, ne? Gehe ich mal davon aus hier in dem Let's Play. So, sehr schön. Ups.
rennen wir mal wieder ein bisschen schneller. So, auf Jungs. Holen wir unsere Belohnung ab. Wir könnten auch mal wieder im Fertigkeitenbaum nachschauen, ne? Mal sehen, ob sich hier ein paar Zutaten auftreiben lassen. Oh. Ich weiß noch, wir hatten mal so viel Kohle, aber jetzt gar nichts mehr davon. Willkommen zurück. So, erledigt. Ja! Sehr schön, 3200 Gil bekommen. Ach, jetzt wird es doch wieder ein bisschen mehr. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Hast du was Neues Wählen hier? Sie aus diesen Gerichten. Nee, das ist alles eine Art, das sparen wir uns die Kohle. So, wir gucken jetzt nochmal geschwind hier rein. Sowas treibt sich hier rum. Blinder Passagier auf der Fähre, hat er gemahnt. Seeteufel brauchen wir dafür. Wünsche gutes Gelingen. Jo, machen wir auch. Weißt du was? Den nehmen wir ganz gepflegt an. Bitte riskieren Sie nicht zu viel. Aber wir werden ihn... Oh, das ist eigentlich gar nicht so weit weg, ne? Blinder Passagier auf der Fähre, das ist eigentlich gar nicht mal so weit weg, ne? Es ist nur ein Katzensprung entfernt. Wollen wir es machen? Ach, weißt du was, jetzt sind wir da, Stufe 28, was soll's. Komm, den nehmen wir noch mit, hat er gemahnt. Sehr schön. Jungs, seid ihr soweit? Es gibt auch noch mal Fettkohle. Ich glaube tatsächlich so an die 4000, ne? Warte mal, Seeteufel, das ist ja jetzt nicht der Fisch, ne? Also normal ist es der Fisch. Aber ich glaube, das werden so Krabben sein, ne? Auf jeden Fall brauchen wir 5 Stück davon. Na dann mal weiter. Ja, Ignis, komm. Weiter geht's. Einen Moment. Machen wir Licht. Jo, es wird Licht. So, 1 Uhr haben wir. Fongo Ongo müsste das sein, jo. So, sehr schön. Ui, da möchte ich aber noch den hier mitnehmen. So, Fechterknöckelband. Kennst dich aus. Ja, da kannst du eigentlich fast einmal was verkaufen, ne? Ui, so. Flammenzunge haben wir, weißt du was? Ups. Wir gehen mal in den Einstellungen rein, machen aber mal den Kampfmodus an. Also, ne, was schon? Dass wir die Jungs erlernen. Dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Haben wir die schon mal gehabt? So, sind das diese Krokodilsviecher? Das sind die Krokodilsviecher, ne? Das ist mir echt eine Nummer zu groß! Lass dich. Seeteufel, wir analysieren, hat er gemeint. Gegen Gnade, gegen Feuer. Okay, alles klar, hat er gemeint. Kein. Nix Aufgabe in Ausrüstung. Gegen Feuer, hat er gemeint. Mal treffen. Ach nee, danke für die Tipp. Ade. Alter,
Alter, was ist mit denen kaputt? Jungs! 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 Helft mir! Jungs, helft mir! Nein, sag bloß! Sag bloß! Bin ich jetzt tot? Kruzifix! Nein! Ach, ist das ärgerlich schon wieder jetzt. So, Jagd auf den Restaurants werden auch Jagd auf den vergeben, blablabla. Wilde Bestien erlegt werden sollen, die eine Gefahr der Bevölkerung darstellen, hat er gemeint. Ach, ist das bitte. Ach, ist das bitte, hat er gemeint. Okay, was? Wir machen den auf jeden Fall. Seitdem, wo hat er jetzt gespeichert, zwischengespeichert? Ich glaube bei der Alten, oder? Also bei dieser Köchin. Na, jetzt nicht bei der Alten, nein, ich bin natürlich respektvoll gegenüber Frauen. Ist doch klar, ich wollte ja eigentlich Final Fantasy, wollte ich ja mit meinem... Oh. Da wollte ich ja eigentlich, wir machen mal die Aufgabe. Haben wir die überhaupt angenommen jetzt? Oh Mann, was fehlt denn hier? Kaktornadel, wo bekomme ich die denn her, Kruzifix? Bioblaster und Dynamo. Eine Himmelssphäre. Glassphäre. Curl-Schnurhaar. Wo spielst du? Da könnten wir eigentlich auch mal vorbeischauen. Warte mal, wir müssen, glaube ich, den annehmen, oder? Willkommen zurück. Haben wir den angenommen? Könnten nee, haben wir Sie nicht. Uns damit vielleicht zur Hand gehen? Sieht recht gefährlich aus, nicht wahr? So, 4250. Passen Sie gut auf sich auf. Vorzüglich. Ups, hier sollen wir ja nicht drin eigentlich. So, Spaß auf der Gasse, hat er gemeint. So, blinder Passagier auf der Fähre, vielleicht können wir es dann freischalten. Tut das weh. Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. So, wir probieren es mal aus nochmal. Ach, diese Drecks... ne, Krokodile. Das wäre cool, wenn es jetzt so hier wie bei The Witcher 3 gewesen wäre, ne? Dass der da so Bestariumseinträge gehabt hättest, gegen was du... Also wenn du die analysiert hast, dass die sich jetzt so in der Datenbank anlegen dort. Und dann hast du die, ne? Okay, los geht's. Gladio, komm. Komme. Machen wir Licht. Jo, wir nehmen natürlich nochmal hier unseren leckeren, schmackhaften Fongo Ongo mit. So, Obacht. Obacht hat er gemahnt. Obacht hat er gemahnt. Obacht, Obacht, Obacht hat er gemahnt. So. Fechterknöchelband muss ja alles immer seine Richtigkeit haben hier in dem Spiel. Ja, ich weiß, es wäre jetzt, oder war jetzt, oder ist jetzt kein Muss gewesen, hier die Dinge zu nehmen. Ja, ich fühle mich aber dann einfach dadurch wirklich besser. Stopp, Blitz, kommt in den Pfeifen ins was rein. 2 Uhr in der Früh, das müssten wir hinkriegen, hat er gemeint. So, Jungs, Spaß auf der Gas, hat er gemeint. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Das ist mir echt eine Nummer zu groß. Lass dich auf keinen Fall treffen. Da wären wir also. Oh, nee. Hat es was gebracht? Gladio, los! Alter! Wir richten hier kaum Schaden auch aus, ne?
schlechte Sicht. Putz deine Brille. Danke für den Tipp. Alter Verwalter. Jungs, ich bin kritisch. Jungs, ich bin kritisch, hat er gemeint. Du hast meine Rettung, Ignis. Ich kann nicht immer für dich da. So heil drin gehen. Noctis natürlich. Beobachte die Bewegungen deines Gegners ja, genau. Ja, ja, und sei vor allem. Geht das nur mir? Wie kann ich die Königswaffen einsetzen? Einmalig! Wie kann ich diese verfluchten Königswaffen einsetzen? Ne? Aldi riecht mich auf. Ausrüstung, Noctis, ziehst da rein, stopp Blitzer. Werden wir mal. Ach, das war Blitzer, Eisra, ne? Da bist du ja, Ignis. Ja, tut mir leid. Sollen wir die auch erledigen? In einem Rollenspiel wäre das der perfekte Ort zum Erfahrungspunkte sammeln. Du bist so ein Nerd. Nerdy, 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 nerd. Das ist wichtig. Also gut. Stört mir ja nicht. So, Brom, du mach mal hier einen ordentlichen Schuss raus. Jungs, ich bin schon mal wieder kritisch hier. Besser so? Danke. Jo, danke dir. So. Halt, Renke. Gladio. Halt, Renke. Brom, du. Alter! Alter, was für ein geiler Move hier, ne? So, Gladio, hopp, auf! Nein! Jungs! Jungs, die beißen! Der beißt! Ich hab versagt! Schon wieder! Das gibt's doch nicht! Entschuldige! Ach, Mann! Zum Kotzen, entschuldige! Wisst ihr was? Vom letzten Spiel dann Spielstand laden machen wir natürlich. Aber wir machen hier einen kleinen Cut, 28 Minuten. Ach Gott, bevor ich jetzt wieder fail. Boah, jetzt weiß ich, wie habe ich jetzt den nochmal, ne? Ah ja, also mit links und rechts 1, ne? Und dann auf Beschwören, also rechts, links 1 dann. Links 1 ist Beschwören. Links 2, entschuldige. Ach Mist. Okay, weißt du was, wir nehmen den auf jeden Fall an. Und dann machen wir dann was anderes hier. Keine Ahnung, was. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Denn wir waren ja mal schon wo. Aber da hat es nicht so ganz gut geklappt. Und das werden wir jetzt dann in der morgigen Folge nochmal probieren. Es hat was mit Essen zu tun. Ich glaube, ihr wisst schon alle wieder. Ja, da werden wir dann morgen mal hinreisen. Am besten mit unserem Chocobo. Chocobo. Und ja. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier einen kleinen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen und sag bye bye. Bis morgen. Weißt was? Den nehmen wir noch an. Zurück. Das Ding nehmen wir noch an. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Wünsche gutes Gelingen. Jo, wünsche ich mir auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und. Bitte riskieren Sie nicht zu viel. Nein, und bis morgen zu Final Fantasy 15. Dann machen wir hier wieder weiter. Macht's gut. Servus.